Warum läuft denn jetzt der Fernseher? Wieso ist denn der jetzt angegangen? Oh Gott, Moment. Das war so eine gute Idee hier, aber jetzt will es nicht. Doch, jetzt will es. Bist du drauf? Nee. Nee, jetzt habe ich mehr Tisch als... Hallo. Was haben wir denn falsch gemacht? Wir saßen doch letztes Mal schon mal so hier. Ja, aber da hat das irgendwie was anderes gemacht. Was habe ich denn anders gemacht? Hatte ich das höher gestellt? Vielleicht habe ich den falschen Blumentopf drunter gestellt. Geh mal weg. So, jetzt aber, ui. Jetzt haben wir hier die Blumenerde. Ja, wir kriegen das schon noch hin, ne, würde ich sagen. Weil wir haben ja heute was ganz Spannendes zu erzählen. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Vielleicht hat es deswegen nicht so gut hier klar. Oh, das sieht besser aus. Kommst du jetzt? Ja, ich komme. Gut. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du nicht losgehen. Jetzt komm! Ich habe mich nur kurz versteckt. So, also, dann legen wir jetzt mal los. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Es gibt ja große Neuigkeiten, ne? Ja. Wir freuen uns total, denn wir haben unser Haus. Kannst du gleich mal Traumhaus sagen? Ich wusste, dass du Traumhaus hören willst. Ist es ja noch nicht ganz. Warum? Na, sieht noch nicht so perfekt aus. Sieht noch nicht so traumhaft aus. Nee. Ja, stimmt, wenn wir jetzt sagen, wir haben unser Traumhaus gefunden und man sieht jetzt die Bilder, dann denken die alle, was ist denn mit denen passiert? Ja, meine ich doch. Also wir haben ein schönes Haus gefunden. Mit viel Potenzial. Sagen wir es mal so. Da sind wir eigentlich auch schon direkt in der Geschichte drin. Ne? Ja. Was haben wir gemacht im, fangen wir mal vorne an, das war ja eigentlich schon im April, ne? Was viele ja gar nicht wissen oder keiner weiß, im April. Doch, wir haben ja schon gezeigt, dass wir uns ein paar Sachen angeguckt hatten. Und zwar in dem Video auf der Suche, da habe ich das mal zusammengeschnitten. Wir haben uns ja ein paar Sachen angeguckt, aber es war nicht so definierbar, ist das jetzt eine Wohnung, ist das jetzt ein Haus, was suchen die? Aber klar, wir sind ein 5-Personen-Haushalt, wir möchten ja ab und zu mal Gäste dabei haben, ne? Familie und Freunde, die uns besuchen sollen, also haben wir nach einem Haus gesucht. Und ich wusste beim Reinkommen und bei der Zimmeraufteilung, das ist gut. Ja, ich nicht. Du nicht. Ich hab gedacht, wir sind in dieses Haus rein. Das war ja an diesem Tag im April. Wir hatten da diesen Makler kennengelernt und wir sind auch davon ausgegangen, dass wir nur ein Haus gucken. Ein der Haus hat uns 10 Stück gezeigt. Und dann dachte er auf einmal, wenn wir Zeit haben, dann können wir noch ein paar andere gucken. Wir haben irgendwie 10 Häuser geguckt, waren dann auch völlig reizüberflutet und irgendwie überall hat immer was nicht gestimmt oder war nicht schön oder so. Bis auf das erste Haus, das hat mir total gut gefallen. Na, das war dann, aber im zweiten Blick gar nichts mehr. Ne? Das war dann irgendwie... Ja, komisch, ne? Ja, das war ja so, wo ich erst drauf angesprungen bin, weil ja, es sah halt hell und freundlich aus. Das war es vielleicht auch von innen und so. Das war der unser gar nicht. Und das Haus, wo du meintest, da ist Potenzial drin. Ich bin da reingekommen, ich habe gedacht, was redet der denn da? Ne? Ja, die haben das schon schön gemacht. Ja, aber das war dunkel. Dunkel, sehr dunkel. Ich so, was ist das denn hier? Voll dunkle Böden, dunkle Aber die Räumlichkeiten, Türen. Die Struktur, das war gut. Naja, du kennst dich ja mit, du kommst aus der Baubranche, du verkaufst Häuser, du hast da wahrscheinlich einen anderen Blick gehabt als ich. Du bist ja die Kreative. Ich kann das dann schön machen, aber ich habe in dem Haus erstmal von innen habe ich nichts gesehen. Ich dachte, was ist das denn? So eine dunkle Höhle, da ziehe ich doch nicht ein. Das ist ein emotionaler Typ. Genau. Und ja, wir haben uns dann das Haus angeschaut. Ne? Du hast ja direkt irgendwie was da drin erkannt, wegen der Zimmeraufteilung auch. Ne? Weil oben war das ja auch alles sehr schön. Oben war perfekt. Oben war super. Ne? Was haben wir da jetzt so? Also unser alles? Bad vielleicht ein bisschen... Ja, da müssen wir noch einen guten... Das ist ja auch total interessant, ne? Dass die in Dubai haben die ja so ziemlich zu jedem Zimmer ein Bad. Ne?
Willst du was dazu sagen? Nö. Aber ist gut. Dann sag mal. Dann sagen die hinterher wieder alle, ich würde dich nicht zu Wort kommen lassen. Aber will ja gar nichts sagen. Du sitzt hier und ist schön und sagt ist ja alles gesagt. Das ist ein schönes Haus, hat Potenzial. Ja. Hat viele Bäder, ja. Ja, aber die und brauchen dann, wir auch. Ja, ja, und das aber in Dubai ist das, oder man macht das gerne in den arabischen Ländern. Man hat zwar manchmal vielleicht nicht ein ganz großes, ausladendes Bad, aber man hat viele Bäder. Und wir haben dann jetzt auch für uns im Elternschlafzimmer haben wir eins. Jonah hat ihr eigenes Bad und die Jungs haben ein Bad mit zwei Zimmern links und rechts. Das ist auch so optimal irgendwie, also von dieser ganzen Aufteilung oben. Unten kann man sehr viel Schönes draus machen. Der Garten ist momentan noch kein Garten, würde ich sagen. Also der Vorgarten, ja, hat auch Potenzial. Der Vorgarten ist sehr schön. Das finde ich richtig gut angelegt, aber hinten raus ist nicht schön. Also da müssen wir ran und vor allem auch leider ein kleines Manko, es ist noch kein Pool da. Da können wir erstmal nur ein Planschbecken aufstellen. Schlau. Aber, also wie gesagt, ich war ja gar nicht dann so überzeugt, weil ich dachte, ach du Jemine, da müssen wir hier so eine Fixer- und Abbau-Nummer da draus machen. Ja. Was aber auch spannend sein kann. Ne? Und eigentlich erst dann durch den Blick zu den Nachbarn so ein bisschen. Genau, die haben nämlich dann mal schön Musik angehabt, so richtig hier Partymusik. Und wir so, ach du Jemine, wer wohnt denn da nebendran? Ja. Aber super nette Leute. Sollte man vielleicht auch mal wissen. Und dann haben wir aber von oben von der einen Terrasse geguckt. Mhm. Und da habe ich gesagt, was ist das denn? Und da wurde ich ja auf einmal ganz aufgeregt, weil dann konnte man sehen, was die aus diesem hinteren Bereich schon gemacht haben. Ne? Man konnte so einen kleinen Blick auf Pool erhaschen. Man hat dann so eine überdachte Terrasse gesehen und dachte, wow, das sieht ja schön aus. Eine Pergola. Ne, so da habe ich dir ja schon gesagt, die haben wir ja auch schon. Wenn man die oben vom Dach wegnimmt und ein bisschen weiß und alles so. Wenn man die schön macht, ja. Und dann haben wir das bei den Nachbarn gesehen. Und dann waren wir ja hin und weg. Ja, waren wir hin und weg schon mal von außen, dass wir gedacht haben, okay, man kann was draus machen. Und dann hattest du ja die Idee. Welche Idee hattest du? Klingeln. Ja. Dass wir einfach mal rübergehen zu diesen Nachbarn, auch mal gucken, wer ist das, was sind das für Leute, die da nebendran wohnen, die da gerade so laut Partymusik zum Feierabend gemacht haben. So laut war die jetzt auch nicht. Aber die Jungs haben gefeiert, die haben im Garten getanzt. Die haben getanzt, ne? Ja, dann sind wir einfach zum Nachbarhaus gegangen, haben da geklingelt. Mhm. Und dann kam zuerst uns ein kleiner Hund entgegengelaufen. Danach kamen 1, 2, 3 Kinder und uns entgegengelaufen. Mhm. Und dann eine total nette Frau. Genau. Richtig, ne? In und der Reihenfolge. Mann. Und der Mann, der wartete hinten am Grill. Am Grill, genau. Er hat mir sofort seinen Bierkühlschrank gezeigt. Ja, es ist eine australische Familie, die nebenan wohnt und uns auch direkt total herzlich empfangen hat. Wir haben gesagt, wir sind Interessenten für das Nachbarhaus und da ist sie ja schon total aufgeregt gewesen, weil sie hat dann genauso gezählt, 1, 2, 3 Kinder, wir haben 3 Kinder, ihr habt 3 Kinder. Und das Erste, was sie uns auch sagte, komm rein und das wäre total toll, Nachbarn zu haben, die auch Kinder haben in so einer Konstellation, dann ist man ja schon so ein bisschen, okay, unsere Kinder machen mal Krach, die Kinder machen mal Krach. Und dann hat sie uns direkt auch wirklich in das Haus eingeladen, hat uns das ganze Haus von oben bis unten gezeigt. Ne? Haben sie sehr schön gemacht, ja. Ja, war toll, ne? Also wir sind eigentlich reingekommen, haben uns so angeguckt so und gedacht so, wow, okay, hier sieht's ja... Würden wir direkt so nehmen. Mhm. Sieht's ja komplett anders aus. Es ist wirklich das gleiche Haus einmal nebendran, aber eben einfach schon renoviert und geändert. Mhm. Und das ist das, was wir uns auch vornehmen wollen. Vielleicht hier und da natürlich mit unserem eigenen persönlichen Touch und unserem Stil halt. Ne? Aber also wir sind da zuversichtlich, dass wir aus der dunklen Höhle was machen können. Ne? Aber ich sag euch, Leute, es wird abenteuerlich. Pur. Weil Abenteuer pur. Es ist noch nichts renoviert. Wir haben... konnten das jetzt hier... Damals standen da ja auch noch Möbel. Ja, klar. Die sind ja alle weg. Ja, die sind jetzt weg. Die sind jetzt, das Haus, wenn wir jetzt nach Dubai gehen, ist jetzt leer. Außer die grün anthrazitfarbene Küche. Ja, auch sehr geschmackvoll. Aber komm, du musst sagen, also die meisten Küchen in Dubai, in den schon Gebrauchthäusern, sind ja oft so olle dunkelbraune Holzküchen. Ne? Also gerade so die Araber haben ja eher so vom Baustil ja unheimlich viel
jetzt in den älteren Häusern, also das Haus ist ja jetzt auch erst, wie alt ist das? Ich glaube, 16 gebaut worden. Nee, 2016 ist das, glaube ich, vielleicht nicht. Das ist ja auch erst 7 Jahre alt. Mhm. Ne? Aber also in diesen älteren Häusern halt unheimlich viel mit diesen braunen Türen, dunkle Böden, braune Küche und so weiter. Und mittlerweile die Neubauprojekte, die jetzt gerade ganz neu hochgezogen werden, die sind schon viel frischer. Frischer, europäischer, noch größere Fenster, noch lichtdurchfluteter und so. Kommt natürlich auch Hitze rein, ne? Ja, nee, du hast ja, wir haben, da sind ja jetzt auch in dem Haus so Fenster drin mit Bronzescheiben. Genau. Das heißt, da kommt, wird die Hitze abgehalten. Genau, aber dann macht es natürlich auch wieder dunkel. Aber du hast doch gesagt, es gibt jetzt Fenster, die... Sagte der Makler, es gibt jetzt Fenster, die halten die Hitze weg, aber lassen wieder mehr Licht durch. Genau. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht das ein oder andere Fenster nochmal tauschen. Wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall viel vor. Ja. Ihr könnt euch dann demnächst also auf viele tolle Videos freuen, auch wenn wir dann irgendwann in Dubai gestrandet sind. Und werden euch natürlich auch bei diesem ganzen Weg des Umbaus, der Renovierung, wann immer die stattfinden wird, mitnehmen. Vielleicht ziehen wir ja auch erstmal so ein. Luftbetten. Gucken wir. Schauen wir mal, was passiert. Es wird abenteuerlich, versprochen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, abonniert doch gerne den Kanal. Wir arbeiten daran, dass der auch noch mal ein bisschen mehr nächstes Mal erzählt und sagt. Habe ich doch. Habe alles erzählt. Ja, also er ist zufrieden, also seid's auch. Und abonniert gerne den Kanal oder betätigt die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn das neueste Video rauskommt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn ihr uns unterstützt. Und sagen mal, bis zum nächsten Video bei die Chefklinkos. Tschüss.